Willkommen, liebe Zuschauer von Dinnebier TV. Mein Name ist Max und ich stelle euch heute den neuen Ford Tourneo Connect vor. Was alles Neues im Vergleich zum Vorgänger und wieso eine Verbindung zum VW Caddy besteht, das finden wir im Test heute heraus. Es geht ganz gediegen los mit ein paar technischen Fakten über den sogenannten Hochdachkombi. Unter der Haube sitzt kein Diesel, sondern ein 1,5 Liter EcoBoost Benziner mit 114 PS. Diese Kraft wird per manueller Sechsgangschaltung über die Vorderräder auf die Straße transportiert. Je nach Bedarf ist das Auto mit Allrad, Automatikgetriebe und bis zu 122 PS verfügbar. Seit diesem Jahr ist die dritte Generation des Ford Tourneo Connect erhältlich. Der flexibel nutzbare Innenraum in Kombination mit sehr niedrigen Preisen macht die Bauart Hochdachkombi so interessant für viele Leute. Man bekommt hier einfach richtig viel Auto fürs Geld. Den Tourneo gibt es in verschiedenen Ausstattungslinien. Los geht's mit Titanium, den fahren wir heute. Dann gibt es Active, eine Version, die ein bisschen auf Geländewagen macht. Und eine Version, die auf den Namen Sport hört, gibt es auch noch. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass der neue Tourneo erstaunlich viel Ähnlichkeit mit dem aktuellen Hochdachkombi von Volkswagen hat? Der Tourneo nutzt fortan die sogenannte MQB-Plattform von VW. Daher sind viele Dinge bei beiden Modellen sehr ähnlich. Vieles davon erkennt man schon hier am Innendesign, aber dazu später mehr. Jetzt gehen wir erstmal auf das Außendesign ein. Angefangen hier an der Front ist einiges neu. Die längere Motorhaube ist doch deutlich flacher geworden und der breitere Kühlergrill grenzt jetzt an die Scheinwerfer an, die es gegen Aufpreis auch mit LED-Technik gibt. Bis hierhin also noch typisch Ford. An der Seite finden wir jetzt hier beim Titanium 16 Zoll Leichtmetallfelgen und am Heck, da gibt es dann die meisten Designveränderungen, aber auch die meisten Ähnlichkeiten mit dem Caddy. Die Heckklappe ist nämlich optisch zweigeteilt. Gut, das sieht man jetzt hier beim schwarzen Auto nicht ganz so gut, aber alles bis zur Chromleiste ist hier eigentlich ein Glaselement und darunter erst beginnt der Blechteil. Die Rückleuchten werden übrigens links und rechts noch hier von so einem schwarzen Element mit eingefasst, sieht ganz hübsch aus. Und der einzige Unterschied zum Caddy ist eigentlich hier die Einkerbung für das Kennzeichen. Ansonsten kann nur ein geschultes Auge die beiden Fahrzeuge voneinander unterscheiden. Naja gut, oder man schaut halt hier aufs Logo. Der Tourneo Connect ist mit zwei verschiedenen Radständen verfügbar. Wir haben das um 35 cm kürzere Modell. Unabhängig von der Länge kann das Fahrzeug mit bis zu 7 Sitzen ausgestattet werden. Die Sitze kann man umklappen und komplett ausbauen, um das Raumwunder mit über 2500 Litern Volumen maximal zu nutzen. Die Langversion bietet mehr als 3000 Liter. Passt auf, das hier ist zwar die kürzere Version des Tourneo, trotzdem können wir aber ganz lange Gegenstände im Innenraum unterbringen. Und zwar lässt sich der Beifahrersitz mit nur einem Handgriff ganz entspannt umklappen und schon habe ich hier richtig viel Platz. Ja, und wenn wir schon gerade über die Sitze sprechen, dann kann ich euch auch noch erzählen, was der Titanium da alles serienmäßig bietet. Und zwar ist das einmal eine Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer. Und damit der Rücken auf längeren Fahrten entlastet wird, gibt es auch noch eine Lendenwirbelstütze. Und dazu haben wir noch Klapptische hier an den Vordersitzen. Der Tourneo Connect kommt immer mit den hinteren Schiebetüren. Besonders für Eltern sind diese Türen praktisch, denn kleine Kinder können bequem ins Auto gesetzt und sicher angeschnallt werden. Der Innenraum bietet außerdem sehr viele praktische Verstaumöglichkeiten sowie Getränkehalter als auch Anschlüsse für technische Geräte. Also so ein Hochdachkombi ist schon was Tolles. Viele praktische Features und dazu dieser gigantische Laderaum. Wenn ich in den nächsten Jahren mal etwas mehr Platz in meinem Auto brauche, man weiß ja nie, was passiert, dann ist der Tourneo Connect definitiv eine Überlegung wert. Mit einem vollbesetzten Auto steigt natürlich auch die Verantwortung des Fahrers. Der Tourneo bietet deshalb auch eine Reihe von Assistenzsystemen, die man hier im Infotainment-System einstellen kann. Serienmäßig mit dabei sind unter anderem ein Fahrspurassistent und ein Geschwindigkeitsregler. Je nach Ausstattungswunsch kann die Liste der technischen Helfer noch erweitert werden. Ich habe jetzt ja schon viel erzählt über die praktischen Features, die der Tourneo mitbringt, wie groß der Laderaum ist und so weiter und so fort. Und da bleibt doch nur noch eine Frage, wie fährt er sich denn nun? Ich finde, reibungslos ist eigentlich das Wort, was es am besten beschreibt. Denn ich habe eine gute Rundumsicht, Gas und Lenkung sind genau so, wie ich sie mir vorstellen würde. Und dazu merkt man gar nicht, wie groß der Tourneo eigentlich doch letztendlich ist. Also hier haben die echt alles richtig gemacht. Ganz ehrlich, wir haben hier kein PS-Monster. Aber das hat unser Hochdachkombi auch gar nicht nötig. Die Kraft, die er hat, reicht völlig aus, um selbst voll beladen von A nach B zu kommen. Alles in allem also ein super Alltagsauto.
Einem Campingtrip mit ein paar Freunden oder auch einem Familienurlaub steht daher nichts mehr im Wege. Ja, und so schnell ist die Probefahrt dann auch schon wieder vorbei. Wie gefällt euch denn der Tourneo und wofür würdet ihr ihn benutzen? Schreibt uns das doch mal hier unter dem Video in die Kommentare. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und wenn ihr eine eigene Probefahrt machen wollt, dann kommt einfach hier vorbei beim Transit Center von Dinnebier. Wir freuen uns auf euch.